Kontrollverlust, egal ob positiv oder negativ, wirkt einfach sehr stark, weil es ein Verlust ist, weil wir merken, irgendwas gerät gerade aus dem Ruder. Und das ist etwas, was wir nicht gewohnt sind. Was wir nicht gewohnt sind, ist für uns erstmal unbequem. Der Mensch ist das Gewohnheitstier, du kennst sicherlich den Spruch, ist psychologisch auch nachweisbar, dass dann letztendlich unsere Gehirnaktivität, unsere Neuronströme deutlich nachlassen. Das heißt, das Aktionspotenzial unserer Axiome, das, was uns so letztendlich in den Köpfen immer hin und her feuert, wenn uns irgendein Instinkt oder irgendeine Reaktion sagen will, okay, irgendwas passiert jetzt, irgendwas ist schlimm, das löst dann die Hormone aus, Stresshormone, Glückshormone, wie auch immer. Und wenn wir sehen, Kontrollverlust oder irgendwas passiert sehr, sehr schnell, dann kicken eben letztendlich diese Aktionspotenziale deutlich schneller und wir sind einfach so in Alarmbereitschaft. Aber wenn etwas passiert, was immer und immer wieder passiert, dann gewöhnen wir uns dran. Und selbst wenn es nicht so super ist, ja, selbst wenn es leicht negativen Charakter hat, sind wir es gewohnt und dadurch wird dieses Aktionspotenzial nicht so stark gefeuert, was für uns hilft, einfach deutlich entspannter zu bleiben, was einfach weniger psychologische und noch körperliche Reaktionen hervorruft. Das heißt, unser Alarmzustand ist deutlich minimiert. Aber jetzt passiert entsprechend etwas, wo wir nicht routiniert drin sind, wo wir keine Kontrolle darüber haben. Entsprechend wirkt das sehr, sehr stark. Und da möchte ich nach der doch sehr, sehr langen Einleitung, aber ich denke, das ist sinnvoll oder wie ich es zu sagen pflege, wichtig und richtig, möchte ich nach dieser sehr, sehr langen Einführungsphase zum ersten Tipp kommen. Der erste Tipp ist ruhig bleiben. Das klingt erstmal bescheuert, aber das Schlimmste ist, wenn du nicht ruhig bleibst. Denn in Crash-Situationen, wie wir es gerade hergeführt haben, letztendlich kicken die Emotionen. Und du weißt, Punkt 1, Emotionen haben in der Börse nichts zu suchen. Emotionen führen zu emotionalen Entscheidungen und die emotionalen Entscheidungen sind meistens situationsgebunden. Ja, du kennst das. Wenn du zum Beispiel irgendwie hungrig in den Supermarkt gehst, dann bist du wahrscheinlich eher dazu getriggert, etwas Ungesundes zu kaufen oder Sachen zu kaufen, die du eigentlich nicht haben wolltest, als wenn du komplett gesättigt in den Supermarkt gehst. Und das kennen wir auch in ganz vielen anderen Bereichen. Das heißt also, die Emotionen, die kicken meistens situationsbedingt. Situationsbedingte Emotionen führen dazu, dass wir uns getriggert fühlen zu handeln, weil das Problem ist, dass wir Emotionen teilweise nicht von echten physischen Reaktionen unterscheiden können. Wenn du zum Beispiel in einer Position drin bist, in einer Long-Position, ja, und der Markt auf einmal gegen dich bricht, dann kicken die Emotionen so rein, egal um welchen Mindestbetrag es sich hier handelt, als wenn du quasi tatsächlich gerade dein Hab und Gut verlierst. Das heißt, dass eben der emotionale Schmerz nicht von deinem körperlichen Schmerz in dieser Situation von deinem Kopf unterscheidbar ist. Und da hast du auch in der Regel dann diesen Tunnelblick, dass du gar nicht abwägen kannst, okay, gerade passiert Scheiße, aber ist ja nicht so schlimm, ist ja gerade mal 2% von meinem Konto oder was weiß ich nicht alles, oder ja, das in den letzten Malen ist es immer wieder gut gegangen. Das kann teilweise leider nicht so funktionieren, weil Emotionen nicht unterscheidbar sind von physischem Schmerz. Und deswegen musst du dir erstmal bewusst werden, ich sag mal so, ich bin nicht der Typ, der sie sagt, pass auf, so und so solltest du das machen. Ich bin der Typ, der die ganze Scheiße schon mal durchgemacht hat. Ich bin der Typ, der versucht hat, daraus zu lernen. Deswegen sag ich dir, wie es ist. Ich will dir hier nicht diese Musterlösung sagen und hätte, sollte, könnte. Ich sag dir, wie es ist. Du musst wahrscheinlich einfach mal einen Crash durchmachen. Du musst einfach mal richtig auf die Schnauze fliegen, damit du beim nächsten Mal zumindest ein bisschen sensitiver reagieren kannst. Ja? Du musst dir erstmal die Hand verbrennen an der Herdplatte, um zu checken, das Scheißding ist heiß. Und das haben wir als kleines Kind so gelernt. Learning by doing, das kennen wir, das macht Sinn. Ja, das brauchen wir an den Märkten auch, weil ich merke es ja auch, wenn mir jemand damals gesagt hat, nimm kleine Positionsgröße, ich wusste, dass es eigentlich besser ist, aber ich bin die Ausnahme oder das klappt schon, es wird gut gehen und es wird so oft gut gehen, dass das, wenn es mal nicht gut geht, dass sich irgendwie aufwiegt. Ich musste erst meine Konten plätten, um zu checken, dass ich verdammt nochmal meine Positionsgröße managen sollte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die eigenen emotionalen Wahrnehmungen deutlich schwerer wiegen als potenziell einfache, wo wir halt einfach sagen, okay, der sagt das und das, dann mache ich das so. Die eigenen Erfahrungen werden letztendlich mit Emotionen verknüpft, die wir durch Fremderfahrungen nicht bekommen. Dementsprechend, du musst diese Scheiße mal durchmachen, um diese Emotionen kennenzulernen, was es heißt, da habe ich gerade absoluten Kontrollverlust, es passiert gerade sehr, sehr schnell was und ich bin nicht Herr oder Frau meiner Sinne. Entsprechend
zweites Mal ein Konto zu blenden, passiert auch den meisten, aber ist schon unnötig, weil du theoretisch aus dem ersten Fall, aus dem ersten Beispiel, aus dem ersten Szenario bereits schon lernen kannst. Wenn du daraus lernen kannst, hast du eine gute, gute Möglichkeit, dann letztendlich für das zweite Mal deutlich besser zu agieren. Das heißt nicht, dass du es perfekt machst, aber du kannst schon mal bestimmte Schritte deutlich besser wahrnehmen. Du kannst schon mal bestimmte Schritte psychologisch deutlich besser reflektieren. Und dadurch kannst du Schritt für Schritt für Schritt in jeder Situation, es muss kein riesen Crash sein, es können auch einfach sehr starke Bewegungen zu News sein und so weiter und so fort, kannst du dich selber immer und immer bewusster wahrnehmen und immer früher deine verschiedenen, ich sag's mal, mentalen Schritte, die du in so einer Situation durchgehst, reflektieren und daraus lernen. Wenn du zum Beispiel 5 Schritte brauchst, machen wir es einfach mal plakativ, 5 Schritte oder 5 Stufen, 1., 2., 3., 4., 5., ja, du fällst hier zum Beispiel bei einem Crash oder bei einer starken Meldung, fällst du alle 5 Stufen runter. Wenn du beim ersten Mal alle 5 Stufen runtergefallen bist und dir dann aufschreibst, was ist passiert, ja, direkt nach dem Crash, direkt wenn es wehtut, ich sag mal minus 5.000 Euro, dann kannst du überlegen, okay, pass auf, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Ich habe meinen Stop-Loss nicht beachtet, ich habe meine Positionsgröße zu groß gemacht und so weiter und so fort. Dann kannst du beim nächsten Mal nur noch 4 Stufen fallen, dann bleibst du hier stehen. Wenn du das nächste Mal, wenn wieder eine starke Situation kommt, nur noch 3, nur noch 2, nur noch 1 Stufe, irgendwann, nach 4, 5 Mal oder wie auch immer, das liegt eben daran, wie viel Arbeit du reinsteckst, wie viel Reflexion du dir auch da zulässt und wie sehr du mit dir auch mal ernsthaft ins Gericht gehst, kannst du dann für dich entscheiden, okay, pass auf, bevor das passiert, I'm out of here. Ich weiß, was zu tun ist. Und so kannst du auch in Crash-Situationen letztendlich Herr und Frau deiner Sinne sein. Aber das verlangt entsprechend, dass du versuchst, das Ganze erstmal zu rekonzipieren und dann auch versuchst, deine Emotionen zu kontrollieren. Das heißt, der erste und wichtigste Schritt ist, Emotionen kontrollieren. Und das machst du in der Regel nicht, zum Beispiel durch so ein Video. Aber dieses Video kann dich schon mal sensibilisieren, dass wenn es das nächste Mal, oder wie jetzt zum Beispiel im DAX, in Bitcoin, ein bisschen rappelt, dass du halt sagst, okay, ich passe auf mein Journey quasi, meinen Weg, den das Ganze mit sich nimmt, den versuche ich mal so ein bisschen zu reflektieren, die einzelnen Schritte zu finden, um das dann zu rekonzipieren, daraus zu lernen und dann zu verstehen, okay, wenn das Ganze passiert, dann sollte ich versuchen, pass auf, erstmal hier zu reagieren, dann das nächste Mal hier zu reagieren, weil wenn du alle 5 Schritte gleichzeitig machst, wirst du niemals vorankommen. Dann wirst du wieder erschlagen, wieder reizüberflutet und Reizüberflutung führt dazu, wir kennen es, allein schon eine PowerPoint-Seite, die mehr als 3 Informationen hat, führt dazu, dass wir Aufmerksamkeit verlieren, dass wir nicht alle Informationen gleichmäßig wahrnehmen können oder gleich intensiv wahrnehmen können. Das führt dazu, wenn du sagst, ich muss meine Positionsgröße regeln, dann muss ich in den Märkten aktiv sein, muss ich da hedgen, dann muss ich da meinen Stop-Loss verschieben und so weiter und so fort. Führt dazu, dass du am Ende gelähmt bist, paralysiert bist und der Totalausfall wieder kommt. Das ist, wie wir zum Beispiel auch diesen Blackout vor Klausuren letztendlich erklären können. Und von daher gilt es im ersten Schritt nicht unbedingt alle Emotionen auszuradieren. Es gilt auch nicht jeden Schritt direkt zu verbessern, sondern sich den Schritten erstmal bewusst zu werden. Was hast du falsch gemacht und was hättest du besser machen können? Aber auch, ja, falsch, was hast du falsch gemacht? Das führt dazu, was besser. Aber vor allem auch, was hast du gut gemacht? Ja, nicht immer nur das Negative. Immer wenn wir uns auf das Negative stürzen, dann haben wir so das Gefühl, dass wir eigentlich immer nur alles falsch machen können. Und dann rennen wir übers Minenfeld und versuchen einfach da zwischendurch wie so hin und her zu springen, um möglichst gesund da rauszukommen. Aber ich sag mal so, wenn wir immer nur versuchen, das Negative zu vermeiden, dann werden wir niemals positive Aspekte erleben. Dann werden wir niemals, erstens die Freude am Traden und am Investieren, aber auch vor allem nicht diese emotionalen, finanziellen Fortschritte erlangen. Das kennst du aus Beziehungen, das kennst du aus Freundschaft, das kennst du aus dem Sport. Immer wenn wir versuchen, dem Negativen aus dem Weg zu gehen oder das Negative ein bisschen, sage ich mal, zu verringern, wird das Positive nicht verstärkt. Entsprechend versuch dich auf das Positive zu konzentrieren. Was hast du